Hallo meine Lieben, hier ist Ikone-Legende und Sensation Miss Ivanka T live auf dem YouTube-Kanal von Bieber. Es ist die schönste Saison des Jahres, es ist Halloween. Und ihr habt es zum Anlass genommen, um diesen Evil Queen Look zu schminken, komplett mit den Produkten, die ihr so bei Bieber findet. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt einfach dran. Punkt 1 meiner Routine, bei mir jedenfalls eins der wichtigsten Dinge, eine gute Rasur. Dafür benutzt man den Gillette Pro Glide Power. Der hat eine Batterie und lässt sich super einfach anwenden. Wichtig beim Halloween-Make-up ist natürlich immer, dass wir die Haut darauf vorbereiten. Und deswegen fangen wir an mit den UTI-Patches. Wenn dieses Video draußen ist, bin ich schon 30 und wir wollen ja auch, dass Make-up weiterhin unsere Haut nicht zu sehr zerstört. Deswegen Skincare, Skincare, Skincare. Und wir machen uns die hier unters Auge. Hammer. Speaking of die Haut vorbereiten und Skincare, nehmen wir immer nur die zwei Produkte. Das ist einmal das Look by Bieber Shiny Skin Primer Serum mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Und das Essence Hello Good Stuff Face Serum für Glow mit Pineapple Extrakt, also Ananas. Ihr merkt, die Haut glowt ordentlich. Es ist Zeit für Foundation. Dafür nehmen wir die NYX Professional Makeup Can't Stop Won't Stop Foundation. Die ist Full Coverage, perfekt für Drag und auf jeden Fall für einen ganzen Abend voller Make-up geeignet. Und im Gesicht verteilen wir die natürlich mit den Schwämmen von Noël. Perfekt geeignet, um Foundation gleichmäßig im Gesicht zu verteilen. Macht euren Beauty Sponge auf jeden Fall vorher nass, dann lässt sich das Produkt besser und gleichmäßiger im Gesicht verteilen. Ich dachte, ich möchte so eine böse Version von der Queen of Hearts machen. Deswegen lassen wir das Make-up heute etwas heller, legen eher den Fokus auf Blush und brauchen dafür aber natürlich noch Concealer. Dafür habe ich mir den L'Oreal Paris Infallible Concealer geholt, in der hellsten Shade. Dann machen wir den einmal hier auf die innere Seite des Auges, äußere Seite des Auges, ins Zentrum und einmal hier unter die Wangenknochen. Und schaut euch bitte direkt diesen Unterschied an. Einer der wichtigsten Punkte bei unserem Look heute ist auf jeden Fall Blush. Dann nehmen wir einmal den Mousse Blush von Makeup Revolution London. Wow, okay, ja. Und den NYX Professional Makeup Wonder Stick. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück in unseren Concealer und machen nochmal in die Inner Corner des Auges ein bisschen hellere Farbe. Nehmen diesen kleinen Beauty Sponge von Noël und blenden damit nochmal die Inner Corner schön ins Blush aus. Und schaut euch diesen Unterschied mal direkt an. Zum Setten benutzen wir heute das GOSH Waterproof Setting Powder. Wasser ins Gesicht kriegt. Halloween ist wild. Als erstes Puderprodukt benutzt man ein bisschen Bronzer und meinen absoluten Look by Bieber Lieblingspinsel. Nur hier wirklich am höchsten Punkt. Und was braucht das Gesicht noch mehr? Richtig, auf jeden Fall noch mehr Blush. Dafür benutzen wir jetzt nochmal den L'Oreal Paris Le Blush in der Farbe 165. Und weil wir für Drag noch ein bisschen mehr Rose im Gesicht brauchen, nehmen wir nur den Blush von GOSH. Das ist eine super schöne Farbe. Der Pinsel, den ich am meisten nutze, ist tatsächlich der von Noël wieder. Und zwar ein Eyes und Brows Pinsel. Und damit malen wir uns jetzt Augenbrauen ins Gesicht. Ich finde, es schaut so ein bisschen sassy aus. Um das Ganze aber noch mehr evil zu gestalten, kommt jetzt der wichtigste Teil des Make-ups, Eyeliner. Dafür nehme ich halt den Tattoo Eyeliner von Maybelline New York. Habe ich noch nie benutzt, aber bin richtig gespannt. Und ich fange mal am äußeren Auge an, ziehe dann in Richtung der Augenbraue hoch. Dann kommt die Inner Corner. Versuche das so spitz wie möglich zu sein und verbinde im besten Fall in einer Linie direkt zum äußersten Punkt. Dann füllen wir das Ganze erstmal aus auf beiden Augen und versuchen mit einer zweiten Linie parallel das Ganze noch so ein bisschen besser und böser zu gestalten. Das Auge ist auf jeden Fall sehr, sehr pointed geworden, sehr grafisch, sehr evil, passt perfekt zu Halloween. Halloween für queere Personen ist ja so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich erzähle euch das Geheimnis, warum. An Halloween darf man Make-up tragen, darf man sich schminken, darf man Kostüme anziehen und niemand sagt was. Ist das nicht herrlich? Ich bin eine Halloween-Queen, ich habe an Halloween angefangen mit Drag und ich habe Lady Gaga Look nachgeschminkt. Niemand wäre auch nur auf die Idee gekommen, mich blöd anzuschauen, weil es Halloween. Alles dann verkleidet. Get in full glam, Diva. Speaking of glam, braucht dieses Auge auf jeden Fall noch so ein bisschen Glitzer und so ein bisschen ein Highlight. Dafür nehmen wir jetzt von L'Oreal Paris diesen Single Eyeshadow. Nehmen diesen Look by Bieber Pinsel. Um das Auge optisch noch zu vergrößern, nehmen wir diesen weißen Eyeliner von Look by Bieber. Seht ihr den Unterschied? Um die ganzen Puderprodukte zu setten, nehmen wir jetzt von Look by Bieber den Setting Spray. Das ist der Super Long Lasting Fixing Spray. Bis zu 18 Stunden wasserfest, Feuchtigkeit spenden mit mattierendem Effekt. Oh. Setting Sprays für Make-up übrigens nicht nur deswegen wichtig, weil es dadurch auch länger hält. Nein, es lässt auch die Puderprodukte miteinander verschmelzen und bildet eine viel ebenmäßigere, viel schönere Hautstruktur. Schaut euch das an. Ich würde sagen, ich klebe noch ein paar Nieten in mein Gesicht. Secret Tipp, benutzt dafür auf jeden Fall den Duo Wimpernkleber. Der hält für Nieten, für Wimpern, für Steinchen, für alles mögliche, was ihr in euer Gesicht kleben wollt. Gibt es natürlich auch bei Bieber. Bevor wir uns Fake Lashes ins Gesicht knallen, nehmen wir die Firework Mascara von Maybelline. Einfach die Wimpern schön nach
oben, sodass wir sie perfekt für Fake Lashes vorbereiten. Auch auf die Lashes machen wir den Duo-Kleber drauf. Lassen das kurz eine Minute trocknen. Am inneren Auge kleben wir die Lash genau an unser Auge und gehen so ein bisschen entlang des Eyeliners, dass optisch das Auge noch so ein bisschen vergrößert wird und die Lash nicht traurig wirkt. Und keine Sorge, der Duo-Wimpernkleber trocknet natürlich durchsichtig. Ihr merkt, was eine Lash einfach für einen Unterschied macht. Und was wäre ein Evil Queen Look ohne die perfekte Lippe dazu? Dafür benutzen wir heute den Superstay Vinyl Ink von Maybelline in der Farbe 150 Striking. Ich möchte das Ganze natürlich so ein bisschen leicht in Herzform machen. Das heißt, wir fangen an, in der Mitte der Lippe ein kleines Herz aufzumalen und schauen mal, wie wir das dann ausblenden, dass du so ein bisschen einen Königin-Charakter kriegst. Make-up ist soweit fertig, aber der Look ist natürlich noch nicht komplett ohne den perfekt passenden Nagellack von Look by Bieber in Rosa. Ich würde sagen, wir ziehen unser Outfit an, machen eine Wig drauf. Und bevor ich jetzt den fertigen Look zeige mit der ganzen Wig, da müssen wir ein bisschen wegrutschen, weil sie ist riesig, fehlt natürlich noch der perfekte Duft und schaut sich bitte diesen Flakon an. Passt der nicht perfekt zu meinem Look? Das ist Escada. Und wir wissen, Ole Bieber hat eine riesen Auswahl an verschiedensten Parfums und kein Look ist jemals perfekt mit einem Spritzer guten Duft. Und das ist der fertige Evil Queen Halloween Look, inspiriert bei der schönsten Zeit des Jahres, nämlich Halloween. Alle Produkte, die ich benutzt habe für diesen Look, findet ihr natürlich bei eurer Lieblingsparfümerie Bieber. Und damit sage ich, hoch die Hände Wochenende, danke fürs Zusehen und bis bald, eure Miss Ivanka T.